Ja, hallo, mein Name ist Heinz Buso und du erkennst hier, dass ich mich in meinem Benutzerprofil von Woowie befinde und hier habe ich meine Aufgabe, die ich hier entsprechend ausführen kann, sofern ich entsprechend interessiert bin und kann ich hier diese Suche ausführen und diese Provision wird mir dann hier in meinem Konto gutgeschrieben und das ist diese Maximalprovision. Also wenn ich hier draufklicke, öffnet sich diese Aufgabe hier. Und hier sind die weiteren Angaben, die hier entsprechend zur Kenntnis zu nehmen sind. Und sofern ich es entsprechend möchte, kann ich dann hier Aufgaben annehmen anklicken. Zuvor möchte ich dir hier noch den Hinweis geben, dass ich mich da ins Level 4 befinde mit 40%. Und das Next Level beginnt dann, nachdem ich jetzt diese eine Aufgabe noch umgesetzt habe, also noch eine Aufgabe. Ich gehe hierzu. Zu FAQ klicke drauf und dann gehe ich hier zu Punkt 4, wie erreiche ich den nächsten Level, klicke ich drauf und du erkennst hier, dass ich jetzt mich aktuell in Level 4 befinde, also die Anzahl von Aufgaben, die in diesem Level zur Verfügung standen und bis Aufgabe, die ich umgesetzt habe, bis auf eine und dafür erhalte ich jeweils 40%. Provision. Und sobald ich diese Aufgabe, die ich jetzt auch gleich umsetzen werde, umgesetzt habe, erreiche ich das Level 5 und dann habe ich die Aufgaben bis hier zu umzusetzen, 3.500, und erhalte dafür jeweils diese 50%. Also du erkennst hier, bis hierher habe ich es bereits durch die tägliche Erledigung der verfügbaren Aufgaben bereits geschafft, also erreicht. Und diese stehen mir dann entsprechend noch offen. Das so, ich hätte hier unter Aufgaben, verfügbaren Aufgaben drauf und gehe hier zu den Aufgaben. Hier wird einfach noch ein Hinweis angezeigt, erst seit ja heute, dass PayPal auch eine Möglichkeit angeboten hat, als Auszahlungsmethode zu nutzen. Und das wird jetzt hier entsprechend abgeschafft. Und somit hier der Hinweis dazu, dass diese Art von Auszahlung Möglichkeit ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht. Und deshalb habe ich dir das entsprechend auch noch erwähnt. So, jetzt gehe ich hier auf diese Aufgabe, klicke sie an, dann öffne ich diese hier. Ich habe mir das entsprechend hier bereits durchgelesen, damit ich nicht viel Zeit verliere. Ich gehe hier auf Aufgaben annehmen und hier habe ich dann das Ganze, so sieht das Ganze dann aus. Hier gehe ich, das ist die Suche, die ich da ausführen bei Google. Rechtsklick, nachdem ich es markiert habe, Google Suche. Und ja, hier drauf. Und dann schaue ich, wo das ist. Und dann klicke ich hier drauf. Und rechts unten erkennst du nun die Uhr, die rückwärts läuft und somit bin ich auf der richtigen Seite. Und jetzt der weitere Bestandteil, also das jetzt hier, das habe ich jetzt hier grünes Häkchen. Jetzt geht es zum nächsten, das ist hier diesen Menüpunkt, klicke nun an. Jetzt habe ich hier drauf geklickt auf SEO und somit habe ich hier diese zwei, also diese hier, Punkt 5 auf dieses Menü mit SEO klicken. Und das ist hier auch entsprechend jetzt nun grün gekennzeichnet. Und jetzt noch die Zeit abwarten, damit dieses auch nun grün wird. Also klicke drauf. Und es dauert es in Tat so lange, wie die Uhr jetzt rückwärts läuft. Ja, kann ich mir diese Seite anschauen. Was sich interessantes neben dem hier auf dieser Seite sich befindet. Und so kann ich Neues dazulernen. Und das ist entsprechend sehr wertvoll, um da mich natürlich zu informieren zu können. Wichtig ist einfach, dass ich in dieser Zeit in der Tat auf dieser Website verbleiben muss. Sobald ich eine andere Website hier öffne, also wieder zurückgehen würde, dann bleibt die Uhr entsprechend stehen und somit ja, lässt sich diese Aufgabe natürlich nicht eine nützliche Frist umsetzen, sondern somit würde ich das Ganze künstlich entsprechend verlängern, was natürlich nicht sinnvoll ist. Deshalb kann ich mir da entsprechend die Seite anschauen und dazu informieren, was diese Website für Informationen zur Verfügung haben, einige Bilder, um mich da entsprechend schlau zu machen und da auch wiederum ja, Neues zu erkennen für
ja, was gerade relevant ist, eventuell für meine eigene Webseite, die ich dann dementsprechend hier auch unter den gestalterischen Aspekten nutzen könnte. Also sehr schön dargestellt mit wesentlichen Inhalten. Einige Wörter sind hier fett markiert, um hier das einfach so zur Kenntnis zu nehmen. Das ist ja dieser Bereich. Diese Website ist jetzt nicht allzu umfangreich, um das entsprechend hier zu lesen. Und kann ich das noch durchlesen, um da in diesem Thema noch etwas tiefer zu können. Du erkennst hier, dass nur noch 30 Sekunden übrig bleiben. Also das läuft relativ ja, zügig zurück. Und habe einfach hier diese Information dazu. Kann schauen, wie das funktioniert. Augenklickbar, genau. Ist alles wunderbar. Um so dann natürlich diese Aufgabe gemäß beschrieb, erfolgreich gemäß Anleitung. Und du siehst jetzt hier, es wird dann angezeigt, somit gehe ich zurück und du erkennst hier grünes. Und jetzt kann ich hier auf Aufgabe abgeschlossen klicken. Da alle diese Häkchen jetzt in grün erscheint, ist es entsprechend möglich. Und dann wird hier kurz im Hintergrund gearbeitet und sobald dann hier gearbeitet wurde, wird hier dann entsprechend das auch entsprechend angepasst. Und dieser Betrag wird mir dann entsprechend hier gut geschrieben und dieses Level wird angepasst, wie auch das Level. Genau, und die Anzahl der Aufgaben wird da entsprechend auch angepasst, sobald im Hintergrund die Überprüfung abgeschlossen ist. Genau, und du erkennst hier die Überprüfung. Er wurde erfolgreich abgeschlossen. Hier wird mir die nächste Aufgabe angezeigt. Der Kontostand hat sich um diesen Betrag erhöht. Ich habe auch noch zeitgleich Punkte erhalten. Und hier Level 5 habe ich nun erreicht. Also 55%. Nächstes Level. Und hier noch die Anzahl Aufgaben, 1500 Aufgaben, die dazu nötig sind. Und wenn ich hier draufklicke, habe ich die nächste Aufgabe und kann entsprechend diese hier zur Kenntnis nehmen und wenn ich es möchte, entsprechend draufklicken, Aufgabe annehmen oder ansonsten lasse ich das einfach so und habe damit sonst nichts zu tun. Gehe hier nochmals auf FAQ drauf, damit du das Ganze hier nochmals sehen kannst. Wie erreiche ich das nächste Level? Also das nächste Level ist ja dann Level 6, das heißt dieses hier, also ich muss die Anzahl der Aufgaben nun erfüllen. Und dann gelange ich ins sechste Level. Und somit habe ich hier Aufgabe 5 in dem von 10, also die Hälfte. Und das ist natürlich hervorragend, dass ich diese Hälfte bereits so erreicht habe. Und du hast nun im Prinzip auch die Möglichkeit, das für dich zu nutzen, sofern du es entsprechend möchtest. Und ja, der Verdienst, den möchte ich dir auch kurz aufzeigen. Weil das ist ja das Interessante an dieser Geschichte, auch so anfordern. Und du erkennst hier dann, dass ich hier, seitdem ich das dabei bin, am 25.02. habe ich hier meine erste Auszahlung entsprechend angefordert. Und diese wurde mir dann ja, hier gut geschrieben, also mit der Status abgeschlossen. Und du erkennst hier, dass ich dann hier kontinuierlich dran blieb. Also regelmäßig, am besten jeden Tag, die verfügbaren Aufgaben entsprechend ausgeführt habe. Und somit habe ich dann zum 5.5. die nächste Auszahlung entsprechend hier erfolgreich erhalten, gut geschrieben und dann fortlaufen. Und wenn du diese Datums hier betrachtest, dann ab diesem Zeitpunkt ist es in der Tat, ja, 9.10.11., also monatlich, diese Aufgabe hier, die habe ich bereits angefordert. Und wichtig ist einfach, dass der Betrag ja mindestens 5 Euro betragen muss, damit eine Auszahlung angefordert werden kann und jeweils zum letzten, also vom Monat, damit dieser in der ersten Woche gut geschrieben werden kann. Aufgrund dessen habe ich unter FAQ die Mitteilung, wie funktioniert die Auszahlung und hier erkennst du, dass diese Auszahlung dann jeweils hier in der ersten Kalenderwoche des Folgemonats hier in diesem Intervall auf das Konto überwiesen wird und somit ist das im Prinzip letztendlich die Belohnung, die
dafür aufgewandt wurde, für die Erledigung der verfügbaren Aufgaben in dem System von Movie, das hier zugrunde liegt. Das war der Einblick, das zu nutzen, wenn du es als entsprechend auch möchtest. Du hast hier auch den Aspekt von, wie verdiene ich Geld mit geworbenen Freunden. Es ist so, dass mit dem Erreichen von einmalig 5 Euro, 2 Euro von der Seite von Movie ausbezahlt wird. Das ist im Prinzip hier so als Punkt 1 aufgeführt. Also einfach Alltag die Aufgaben ausführen und ab einem gewissen Zeitpunkt ist dieser Betrag in deinem Konto und dann erhalte ich hier in diesem Fall 2 Euro gut geschrieben. Dann zweitens dauerhaft sind es 10% Lifetime Revenue vom Umsatz. Das wird hier entsprechend von Anfang an gut geschrieben und dann hier noch neu. Das wurde dann entsprechend eingeführt. Auch Freund des Freundes bis in Stufe 5 gibt es da eine entsprechende Rückvergütung, die hier entsprechend gewährleistet ist. Und ja, hier darunter noch weitere Möglichkeiten, die hier dann aus mathematischer Sicht entsprechend auch gewährt werden kann. Einfach in der Tat begrenzt auf diese Stufe 5 respektive das hier zur Kenntnis zu nehmen und somit ist das der Aspekt dessen, was das System hergibt und dementsprechend auch zu nutzen ist. Wichtig ist auch zu wissen, dass natürlich die Höhe der Vergütung natürlich hier maximal sind jetzt hier bei dieser Aufgabe dieser Betrag, also kannst du ja selbst ausrechnen, ja, wie viel Zeit darauf benötigt wird, um da Beträge auszahlen zu können. Du hast auch gesehen, dass ich das entsprechend bereits mehrmals getan habe. Ich zeige es nochmals. Und dass der entsprechende Gesamtbetrag, jetzt bin ich da falsch gewesen, das ist hier, der Gesamtbetrag sich da entsprechend verläuft, um einen Eindruck zu erhalten, ob das entsprechend in absehbarer Zeit auch eine sinnvolle Art ist, deine Zeit zu investieren. Wohlgemerkt, wenn das hier dann monatlich kommt und der Betrag erhöht sich, da ich jetzt bereits fast 2 Euro habe und ja, jetzt in diesem frühen Status diesen Monat befinde, dass ich da schon anfangs nächsten Monat diese Ausgaben hier dann verbuchen kann. Wichtig ist auch hier zu erkennen, dass das erfolgreich hier auch von Zeit her morgens um 5, dass ich das Ganze am Smartphone mittlerweile nur noch ausführe, um so einfach eine gewisse Flexibilität zu haben. Also diese Aufgaben, die erledige ich fast ausschließlich nur noch am Smartphone und das ja, gewährt mir einfach eine gewisse Flexibilität. Da ich viel unterwegs bin, kann ich das entsprechend so sehr ideal dafür nutzen. Gut, wenn du Fragen hast, kannst du gerne entsprechend nutzen, empfehle dir einfach, du hast ja nichts außer ein paar Minuten Zeit zu verlieren, du kannst nur davon profitieren und das sollte es auch schon sein. Nimm es zur Kenntnis und dann wünsche ich dir alles Gute. Sobald das nächste Level erreicht ist, du erkennst hier, wie viele Aufgaben zu erledigen sind. Am Tag sind es ja mehr als nur eine. Sobald das ist, werde ich dann das nächste Video machen, wenn es das Level 6 zu erreichen gibt, damit du einfach auch den Abstand der Videos dann zu sehen kannst. Also wenn du auch nichts machst, sobald das soweit ist, das wird ja, in absehbarer Zeit der Fall sein, auch wenn es viele Aufgaben hier im nächsten Moment erscheint. Das nächste Video wird folgen und da kannst du darauf gespannt sein. In der Tat wird sich dann auch bezug dem Betrag etwas verändern, weil es sind ja mehr Aufgaben, höhere Provisionen, also die Beträge, die ich da erhalte, die erhöhen sich und das ist jetzt auch endgültig der Abschluss. In diesem Sinne, dir eine gute Zeit, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du zugehört hast. Ja, du erkennst hier, dass eine Aufgabe angezeigt wird, die ich jedoch jetzt hier nicht aktivieren kann, um sie auszuführen. Es steht hier, diese Aufgaben steht hier ab diesem Datum zu dieser Uhrzeit zur Verfügung
Und daneben stehen auf der rechten Seite, wie lange das zeitlich tatsächlich noch dauert. Und somit ist das zeitlich in der Tat auch beschränkt. Ansonsten könnte ich natürlich hier laufend drauf ja, klicken, sofern eine Aufgabe angezeigt würde und diese dann entsprechend umsetzen, respektive ausführen, und diese Gutschriften würden mir dann entsprechend hier gut geschrieben. Das ist hier entsprechend so lange der Fall gewesen, bis ich diese Aufgabe, die du im Hintergrund siehst, ausgeführt habe. Und somit ist das zeitlich entsprechend auch begrenzt. Unter entsprechend Aufgaben, entsprechend abgeschlossene Aufgaben, erkennst du dann hier, dass diese Aufgaben hier, die jetzt hier aufgeführt sind, ab dem Datum hier, also das entspricht dem heutigen Datum, ausgeführt habe. Und das ist entsprechend diese zeitliche Begrenzung. Und auch dementsprechend erkennst du hier, was mir da entsprechend auch vergütet wird. Und gehe jetzt hier noch eins zurück von dem gestrigen Tag, damit du erkennst, dass das unterschiedlich daherkommt. Dass hier zu diesem Datum hier waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aufgaben. Und jetzt zum heutigen Datum waren es 1, 2, also das sind einfach hier bis Aufgabe 10. Also es variiert von Tag zu Tag und dementsprechend ist es auch nur eine Frage der Zeit. Natürlich auch abhängig davon, wie viel Zeit hierfür investiert werden kann, um der Anzahl der Aufgaben, die hier angezeigt wird, auch tatsächlich an diesem Tag auszuführen. Weil am nächsten Tag werden natürlich nicht mehr die Aufgaben von gestern angezeigt, sondern das System aktualisiert das ja, innerhalb von 24 Stunden und dann werden laufend die neuen Aufgaben entsprechend aufgeführt, damit dass du entsprechend hier so zur Kenntnis nehmen kannst und so hast du einfach die Gewissheit darüber, dass es da nicht entsprechend darum geht, hier konstant die Aufgaben umzusetzen, sondern das ist jeweils hier zeitlich so eingestellt, dass das Ganze hier so auf diese Art Weise genutzt werden kann. Und natürlich empfiehlt es sich, mit dem Smartphone, wie ich es nutze, zumindest einmal, respektive zwei oder sogar noch öfters einzuloggen, um einfach zu sehen, ob sich da etwas geändert hat, da sich diese Zeit auch kontinuierlich anpasst. Ich nutze es so, dass ich das morgens durchführe, mittags, schaue ich kurz einmal und einmal am Abend.